Videospielverfilmungen boomen. Egal ob Super Mario Bros. Oder The Last of Us, immer häufiger werden bekannte Gaming-Marken für das Kino oder Streaming umgesetzt und können dabei Fans wie auch Kritiker überzeugen. Auch Netflix arbeitet aktuell an einem Projekt, das sich mit einem der beliebtesten Spielereien überhaupt beschäftigt. Die Rede ist von BioShock. Das Franchise gibt es seit 2007 und bringt es bis jetzt auf 3 Teile. Und ein 4. ist bereits in Entwicklung. Die Games sind bekannt für ihre filmreife Inszenierung. Für viele war es also nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Hollywood der Geschichte annimmt. In diesem Video erfahrt ihr alle aktuellen Infos zu dem geplanten BioShock-Film. Doch um was geht es eigentlich in BioShock? Im ersten Teil spielt man Jack, den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf dem offenen Meer. Der Protagonist schafft es zu einem mysteriösen Leuchtturm, durch den er in die Unterwasserstadt Rapture gelangt. Hier scheint ein großes Unglück geschehen zu sein. Genetische Veränderungen verschafften der Bevölkerung besondere Kräfte, ließen sie aber gleichermaßen wahnsinnig werden. Stück für Stück erfahren wir mehr über den Versuch des Stadtgründers Andrew Ryan, eine alternative und bessere Gesellschaft zu schaffen und was schließlich zu ihrem Untergang führte. Rapture besticht dabei durch eine ganz besondere Atmosphäre, welche die amerikanischen 20er bis 40er Jahre mit einer Steampunk-artigen Unterwasserarchitektur vermischt. Hinzu kommen allerlei merkwürdige Gestalten, von den verrückten und mutierten Bewohnern der Stadt bis hin zu den merkwürdigen Little Sisters und ihren furchteinflößenden Beschützern, den Big Daddies. Bereits 2009 gab es die ersten Bemühungen, das Videospiel zu verfilmen. Richtig Fahrt nahm das Projekt allerdings auf, als sich sowohl der Drehbuchautor als auch der Regisseur gefunden hatten, Michael Green und Francis Lawrence. Letzterer hat neben I Am Legend auch die meisten Tribute von Panem-Filme zu verantworten. Green hingegen war für Filme wie Logan oder Blade Runner 2049 verantwortlich. Diese Besetzung hat schließlich Netflix überzeugt, den BioShock-Film unter seine Fittiche zu nehmen. Die Entwicklung erfolgt dabei in enger Zusammenarbeit mit den Schöpfern der Spiele 2K Games und Take-Two Interactive. Leider musste die Vorproduktion 2023 größtenteils ruhen, da auch BioShock von den Streiks in Hollywood betroffen war. Inzwischen läuft die Arbeit an dem Film jedoch wieder auf Hochtouren. Wie Autor Green dem Magazin Collider erzählte, sei Netflix sehr zufrieden mit dem vorliegenden Drehbuch. Mit ein wenig Glück können schon bald die ersten Rollen gecastet werden und die Dreharbeiten beginnen. Wie exakt sich der BioShock-Film an die Videospielvorlage hält, ist bisher noch nicht bekannt. Es gibt aber ein paar Hinweise, dass sich der Film vor allem am ersten Teil orientiert. So betont Regisseur Francis Lawrence immer wieder, wie sehr er von der visuellen Welt des Spiels begeistert ist und meint außerdem, dass die Philosophie und Moral darin einzigartig seien. Außerdem sagte er, dass es ein Traum wäre, als Filmemacher einmal eine Stadt wie Rapture zu visualisieren. Tatsächlich bietet bereits der erste Teil mehr als genug Ansatzpunkte, um einen packenden Film daraus zu machen, mit großem Potenzial, in weiteren Filmen die komplexen Ideen der Fortsetzungen rund um fliegende Städte und Zeitreisen aufzugreifen. Bis dahin müssen wir uns allerdings noch etwas gedulden, auch wenn Netflix scheinbar mit dem Drehbuch zufrieden ist, noch hat weder das Casting begonnen, noch gibt es eine konkrete Ansage zum Start der Dreharbeiten. Vor 2025 können wir also kaum mit einem Release des BioShock-Films rechnen. Sobald es jedoch neue Infos gibt, werden wir natürlich darüber berichten. Was sagt ihr? Kann BioShock als Film funktionieren? Wie streng sollten sich die Macher an die Handlung der Spiele halten? Und welche Schauspieler würdet ihr gerne darin sehen? Haut in die Tasten und lasst es uns in den Kommentaren wissen.